Emil Nikolaus von Resnicek dirigiert seine Oper Donna Diana, die den betagten Komponisten aus Wien in der ganzen musikalischen Welt bekannt gemacht hat. Resnicek ist Inhaber der Goethe-Medaille. Im Olympia-Eisstadion Garmisch-Partenkirchen. Die Mannschaften von Rissersee und Wien im Vorspiel um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Der bisherige Meister Sportclub Rissersee erringt mit einem Sieg von 3:0 die Anwartschaft auf die diesjährige Meisterschaft. Sarasani. Der Artist saust mit dem Schlitten die Gleitbahn herunter und landet nach einem Salto Mortale auf der Matratze. Die fliegenden Menschen bei ihrer schweren artistischen Arbeit. Wie man sie mit solcher Körperbeherrschung sonst nur beim Turmspringen sieht. Trotz Bombenterror geht die Arbeit in den deutschen Rüstungswerken weiter. Hand in Hand mit der kämpfenden Front schaffen die Männer und Frauen in den Fabriken. Mittagspause. Aus allen Abteilungen eilen die Werktätigen in die Kantine, um Kräftigung und einen Augenblick der Entspannung zu finden. Achtung! Feind hört mit! Zeichenblock und Farbkasten gehören zum Marschgepäck vieler kunstfreudiger Soldaten. An Motiven ist kein Mangel. Wenn der Dienst es erlaubt, greifen die Künstler im grauen Rock zu Pinsel und Palette. Sind im Laufe der Jahre viele wertvolle Werke entstanden, die der Öffentlichkeit nicht vorenthalten bleiben. Generalmajor Adalbert Schulz, der vom Führer als 9. Soldat der deutschen Wehrmacht die Brillanten zum Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern erhielt, stattet der Stadt Nürnberg, seinem gegenwärtigen Wohnsitz, einen Besuch ab.
Nürnberg bereitet ihm einen herzlichen Empfang. Im Rathaus macht der stellvertretende Gauleiter Holz Generalmajor Schulz das Modell eines Panzers zum Geschenk. Der General trägt seinen Namenszug in das goldene Buch der Stadt ein. Besuch bei den Eltern. Im Kreise der Familie bei Kaffee und Kuchen. Im Familienalbum nimmt jetzt das Bild vom Empfang im Führerhauptquartier den Ehrenplatz ein. Für die Mutter ist der General auch heute das geblieben, was er immer war, ihr Junge. Über den von unseren Truppen besetzten Inseln im Ägäischen Meer. Stadt und Insel Samos. Land und Leute sind unseren Soldaten längst vertraut. Samoswein. Ein Kistchen für daheim. Die Bevölkerung kommt unseren Soldaten gastfreundlich entgegen. Begegnungen mit den steinernen Zeugen des klassischen Altertums. Am Vorgebirge Athos, an der Südspitze der Halbinsel Chalkidike. In einem Kloster der griechisch-orthodoxen Mönche, die hier seit Jahrhunderten hoch in den Bergen abgeschieden von der Welt leben. Deutsche Soldaten machen den Mönchen einen Besuch. In der Bildergalerie das Bild des Führers. Von der Ostfront. Treibeis auf dem Dnieper. Eine Fähre mit Kriegsmaterial wird über den Strom geschleppt. Nachschub über eine Kriegsbrücke. Frisch herangeführte Truppen werden zur Verstärkung des Brückenkopfes Nikopol eingesetzt, der von den Bolschewisten immer wieder mit starken Kräften berannt wird. Spuren erbitterter Kämpfe. Drahtsperren und Minen sichern das Gelände. Artilleriebeobachter in einem zerschossenen Sowjetpanzer. Achtung, Deckung! Starkes feindliches Artilleriefeuer, das Zeichen für einen bevorstehenden Angriff der Bolschewisten. Die Artillerie ist alarmiert. Nein,
angreifenden Sowjetpanzer bleiben im deutschen Artilleriefeuer stecken. Deutsche Sturmartillerie stößt gegen den ins Stocken geratenen Angriff der Bolschewisten vor. Die Sturmgeschütze feuern auf einzelne Sowjetpanzer und Packstellungen. Sturmgeschützen vorgegangene Grenadiere stürmen bolschewistische Widerstandsnester. Nach dem Gefecht liegen überall vernichtete Sowjetpanzer im Kampffeld. 70 Feindpanzer hat dieses Flakgeschütz vernichtet. Gefangene werden nach hinten gebracht. Januar. In den Morgenstunden fliegen starke Verbände feindlicher Bombenflugzeuge mit Jagdschutz in deutsches Gebiet ein. Wenige Minuten nach der ersten Meldung ist der große Apparat der deutschen Abwehr zum Gegenschlag bereit. Flakkanoniere eilen an ihre Geschütze. Die Feindwelle wird gesichtet und von der schweren Flak unter Beschuss genommen. Unsere Jäger und Zerstörer starten. Maschinen gehen auf die befohlene Kampfhöhe. Der erste Pulk amerikanischer Bomber wird gesichtet und sofort zum Kampf gestellt. Geschlossen, wie der Gegner anfliegt, treten unsere Jäger und Zerstörer ihm entgegen. Eine Feindmaschine ist abgedrängt und liegt unter schwerem Beschuss. Unsere angreifenden Besatzungen durchstoßen die starke Abwehr aus den Heckständen der Viermotorigen. Wieder ein Pulk. Neue Wellen des Gegners fliegen dicht geschlossen in einen Raum ein, dessen Überwachung ein größerer deutscher Verband bereits übernommen hat. Die Luftschlacht ist in vollem Gange. Die geschossene Maschine ist ausgeschert. Im Sturzflug in den feindlichen Pulk. Hier ist die Hölle los! Rauch und Flammen schlagen aus den Motoren. Ein USA-Luftgangster springt mit dem Fallschirm ab. Trümmer abgeschossener Maschinen.
von Hollands Küste bis nach Mitteldeutschland kennzeichnen die Wracks von mehr als 150 abgeschossenen Feindflugzeugen Flugweg und Schlachtraum. Gefangene Luftgangster. Gesichter, die noch die Schatten schwersten Kampfes tragen, verwundet und mit letzter Not dem Tode entronnen. Erstes Verhör. Rückkehr einer deutschen Zerstörerstaffel. Er hat was abgeschossen. Atemlos von Flug und Kampf. Strahlend über den Erfolg. Ja, wie war nun der Augenblick, als Sie zum ersten Mal diesen Amerikanerpulk gesehen haben? In 6000 Meter sahen wir gleich vor uns 80 bis 120 Amerikaner. Wir flohen dann von vorne an. Ich hatte gerade den rechtsaußen fliegenden vor mir, nahm ihn aufs Ziel und kurz vorher, bevor wir uns rammten, haben wir auf sämtliche Knöpfe gedrückt und ihm die ganze Kanzel vollgeschossen. Dann zogen wir durch und die Amerikaner schossen wie wild hinter uns her. Beim Wegziehen sah ich dann noch, wie der Amerikaner aus dem Verband rausschob und dann im Sturzflug in den Boden runterstürzte. Und dann sind wir durch den Verband durchgebraust. Oberfeldwebeljagd, sagen Sie mal, haben Sie auch gesehen, wie andere Kameraden abgeschossen haben, also die Maschinen in der Luft auseinandergeplatzt sind? Ja, ich sah eine 110, die machte sich an einen Vogel ran, und zwar eine Fortress war es, die flog rechts außen. Die schien irgendwie schon lahmgeschossen zu sein, das konnte ich nicht genau erkennen. Jedenfalls kam die 110 schön schnell ran, beschoss die aus ca. 200 Meter Entfernung und sofort brannte die ganze linke Fläche, die ging steil nach unten weg. Sah ich mehrere Fallschirme, so nacheinander, das sah ganz fantastisch aus, so ein weißer Pilz nach dem anderen. War vielleicht einige tausend Meter, so 1 bis 2000 Meter tiefer zu sehen. Die pendelten wild durcheinander, bis sie dann nachher auf dem Boden aufschlugen. Besatzungen gelandeter Jagdstaffeln melden sich nach dem Einsatz beim Kommandeur zurück. Mit freudigen Gesichtern werden die ersten Abschussmeldungen gegeben. Einige dieser jungen Flugzeugführer hatten in dieser Luftschlacht ihre erste Feindberührung und den ersten Abschuss. Die Abschussstellen werden eingetragen. Die große Luftschlacht vom 11. Januar kostete den Feind rund ein Drittel seiner eingeflogenen Bomber. Wie am 11. Januar stehen unsere Luftverteidigungskräfte an jedem Tag bereit, den Gegner zum Kampf zu stellen und ihm Verluste über Verluste zuzufügen.